Großes E-Sports-Event in der FCA-Fankneipe. Das Motto: Zocken gegen die Profis. Zum einen gegen das E-Sports-Team des FCA und gegen den Profi auf dem Rasen, Felix Götze. Wie gut ist er wohl an der Konsole? Also ich bin nicht so der große FIFA-Spieler, ich spiele dann schon eher andere Spiele noch, aber ab und zu mit Kumpels auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht so gut, aber es ist okay, sag ich mal. Egal, auch er muss sich heute beweisen. Viele FCA- und E-Sports-Fans nehmen an der Veranstaltung teil, zeigen großes Interesse. Das freut die Profis. Ja, ich finde es gut, dadurch kann man auch eine junge Zielgruppe erreichen. Und der E-Sports wird ja in Deutschland immer größer und nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und daher finde ich das gut. Es macht Spaß, ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen anstrengend auch, jetzt, wenn man 2 Stunden lang durchspielen muss mit laufendem Wechsel, aber es macht Spaß. Und ich glaube, die Leute haben auch relativ viel Spaß, denke ich. Ja. Der FCA setzt auf E-Sports, denn digitale Wettkämpfe an der Konsole erfreuen sich großer Beliebtheit. Unterstützung gibt es da von den Lechwerken, die als Energiepartner des E-Sports-Teams auftreten. Das ist eine Entwicklung, die lässt sich nicht aufhalten. Und ich glaube, der FC Augsburg hat einen ganz tollen Weg gefunden, wie er dieses Thema angeht. Ja, das Team, das kommt aus dem Verein raus, das sind selbst Fans. Es geht nicht darum, den richtigen Fußball in irgendeiner Weise abzulösen, zu verdrängen, überhaupt nicht. Und ich glaube, das wird auch immer wieder deutlich, das ist uns auch wichtig als Partner. Und von dem her glaube ich, das ist der richtige Weg. Und ja, toi toi toi, dass es weiterhin so gut läuft. In der Virtual Bundesliga war der FC Augsburg gleich bei seinem Debüt in der vergangenen Saison besonders erfolgreich. Mehr noch, alle Erwartungen wurden übertroffen. Yannick Bederke schaffte im Grand Final auf der Xbox gleich den sensationellen 2. Platz. Auch für die bevorstehende Saison hat sich das FCA-Team viel vorgenommen. Also als Team haben wir wieder vor, in die Playoffs zu kommen. Das wären unter die Plätze 7 bis 16. Weil dann hat man eben die Chance, so wie ich letztes Jahr, über die Playoffs ins Finale zu kommen. Das wäre so das Ziel. Und für mich selber will ich natürlich daran anknüpfen, auch international, bei Turnieren vielleicht. Und genau. Wir wollen natürlich jeden Gegner ärgern. Also wir nehmen uns vor, jeden Gegner so viel zu ärgern, wie es nur geht, so viele Punkte mitzunehmen, wie es nur geht. Und am besten unsere Leistung natürlich nochmal zu steigern. In der Fankneipe wird nonstop fleißig gezockt. Und schnell wird klar, allen, die dabei sind, macht es großen Spaß. Und nebenbei machen die Fans spannende und lehrreiche Erfahrungen. Wenn man die Chancen reinmacht und gut steht und spielt, dann kann man eben auch gegen die Profis gewinnen. Und so kann es weitergehen, ja. Es ist enorm schwer, gegen einen Profi zu spielen. Die stehen defensiv enorm gut. Und auch offensiv ist echt schwer zu verteidigen. Aber ich glaube, ich habe das gut gemacht. Und ich habe ja noch ein paar Chancen. Und mal schauen, wie es weitergeht. Leider 6-0 habe ich verloren. Felix hatte auch noch ein Abseitstor. Schade. Ja, es war natürlich, glaube ich, eher klar, dass Felix gewinnt. Ich spiele eigentlich immer nur daheim oder so oder gegen Freunde und so. Und jetzt, wenn du das mal so gegen Profi spielst, ist schon interessant. Auch für die Virtual Bundesliga gilt: Wer ganz vorne mitspielen will, der muss taktisch vorgehen und richtig fit sein. Ganz wichtig ist es halt wirklich fokussiert und konzentriert zu sein auf den Punkt. Und dann macht man so ein paar Konzentrationsübungen. Das, was beim Fußball vielleicht ist, die letzten 5 Minuten vorm Anpfiff, wo man nochmal in sich geht, nochmal so, was muss ich machen, was für eine Taktik setzen wir um. So ist es bei uns im Prinzip genau dasselbe. Also wir überlegen uns, in welchen Situationen kann ich was gut machen. Wir analysieren auch unsere Gegner, unsere kommenden Gegner und deren Schwächen. Und genau so ist es bei uns letztendlich auch. Ja. Im Anschluss an das Beat the Pro sehen sich in der Fankneipe alle noch gemeinsam das Auswärtsspiel des FCA beim VfL Wolfsburg an. Ein spannendes Spiel mit einem respektablen 0:0 Endergebnis. Der krönende Abschluss eines actionreichen Tages.